Fakt ist, dein LinkedIn-Profil ist deine neue Webseite und ich bin immer wieder erschrocken darüber, wie viel Zeit und Geld Gründer und Geschäftsführer gerade in ihre eigene Webseite stecken und wie wenig Beachtung sie eigentlich ihrem LinkedIn-Profil schenken. Und das wird dich verdammt viel Geld kosten, denn deine Interessenten werden natürlich immer schlauer und prüfen auch, wie du bei LinkedIn auftrittst. Und wenn da dein Profil komplett unprofessionell aussieht oder noch eine Geisterstadt ist, dann besteht natürlich die Gefahr, dass sie zur Konkurrenz gehen und das wollen wir natürlich vermeiden. Und das ist der Grund, warum ich dieses Video hier für dich aufgenommen habe, denn ich werde dir hier zeigen, wie du dein LinkedIn-Profil komplett von null aufbauen kannst und vor allem werde ich dir zeigen, wie du das Profil mit ChatGPT durchoptimieren kannst, damit du darüber mehr Anfragen und Leads bekommst. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt rein. Ich habe mein LinkedIn-Profil als erstes mal komplett geleert, um dich wirklich Schritt für Schritt mitzunehmen, worauf es bei jeder Sektion ankommt und dir wirklich auch die besten Tipps und Tricks mitzugeben. Ich habe das Ganze nochmal in der LinkedIn-Profil-Optimierungs-Checkliste zusammengefasst. Wenn du die haben willst, komplett kostenfrei, musst du nur drei Dinge tun. Erstens meinen Kanal kurz abonnieren, das Video liken und Profil-Checkliste in die Kommentare schreiben. Dann schicke ich dir den Link dazu zu. Und jetzt würde ich sagen, springen wir rein und zwar... Man muss als erstes verstehen, was wollen wir mit dem LinkedIn-Profil eigentlich erreichen? Und relativ ähnlich zur Webseite, und deshalb war das auch das Intro des Videos, auf dem LinkedIn-Profil versuchen wir mit klaren Marketingbotschaften Neugierde bei deiner Zielgruppe zu wecken, sodass Interessenten direkt Lust haben, eine Kontaktanfrage zu stellen oder sich bei dir zu melden. Ziel ist es, die Botschaften so einfach zu halten, dass jeder Interessent in Millisekunden versteht, was du genau tust und direkt Interesse geweckt wird. Und das kann ich dir ehrlicherweise sagen, 80% der Leute kriegen das nicht hin. Wenn ich auf deren Profil gehe, verstehe ich meistens nur Bahnhof. Und das ist wirklich eine Kunst und das werden wir jetzt gemeinsam tun. KPI, das bedeutet, was wollen wir als Kennzahl hinbekommen? Bestenfalls, und darauf optimieren wir auch immer in der Zusammenarbeit, bei 100 Vernetzungen mit Interessenten, mit neuen Kontakten, dass du mindestens zwei Leute hast, die wirklich eine Anfrage bei dir stellen und sagen, hey, dein Thema hört sich spannend an, würde gerne mehr dazu erfahren. Solange du noch keine Anfragen über dein Profil bekommst, bist du noch nicht da, aber deshalb bist du in diesem Video und ich werde jetzt zeigen, wie du das hinbekommen kannst. Wir starten bei dem einfachsten Thema. Und zwar dem Profilbild ist dieser Part hier sozusagen. Und da gibt es eigentlich nur drei kleine Tipps. Zum einen professionelles Foto auswählen. Bitte keine Handyfotos nutzen, sondern da zum professionellen Fotografen gehen. Möglichst nah ranzoomen. Ich sage dir gleich, warum sich das lohnt. Und was man noch machen kann, ist einen farbigen Hintergrund zu hinterlegen. Gibt es ein cooles Tool dafür, nennt sich Remove BG. Da kannst du einfach ein Foto hochladen und dann den Hintergrund wechseln. Ich zeige dir das einfach mal. Ich packe jetzt einfach mal ein professionelles Foto rein. Aus meinem Schreibtisch habe ich die rausgesucht. Hier ist mein Klassiker, da habe ich das schon gemacht. Hier siehst du, habe ich jetzt einfach mal ein professionelles Foto genommen und fertig. Mehr braucht man da nicht machen. Du siehst aber hier, dass ich sehr nah dran bin. Ich hoffe, dass es auch gleich im Profil anzeigt. Und wirklich bestenfalls hier alles vom Abhalt sozusagen abschneiden. Großer Vorteil ist, und das zeige ich dir kurz, was wir hinbekommen wollen, wir wollen einfach möglichst viel Vertrauen aufbauen und umso häufiger Leute dein Gesicht sehen, desto mehr Vertrauen bekommst du. Und du siehst das hier ganz gut, wenn ich irgendwo kommentiere, erkennt man hier mein Gesicht. Und das wollen wir natürlich hinbekommen, dass man das erkennen kann. Hier zum Beispiel die Beispiele deutlich zu weit weg. Auch sehr gut hier, sehr gut, auch noch recht weit weg. Ne? Also das wollen wir hinbekommen. Dann zeige ich dir noch kurz, wie das mit Remove BG geht. Du wählst hier einfach dein Bild aus. Ich schnapp mir das hier wieder. Dann kann ich das hochladen. Und jetzt, zack, hat er das entfernt. Und jetzt kann man ganz cool hier einfach einen Hintergrund hinzufügen, eine Farbe. Und ich will jetzt einfach zum Beispiel blau haben, weil das ein bisschen mehr auffällt. Eigentlich eine gute Möglichkeit, mein Profil auch nochmal komplett hier auf den Prüfstand zu stellen. Lösch das und lade das Ganze jetzt hoch und ich schätze mal, dass er das hier gemacht hat. Zack, du siehst, wie simpel das ist und zack. Ich glaube, dabei bleibe ich. Das gefällt mir. Sehr gut, haben wir. Wahrscheinlich nochmal einer aktualisieren und dann ist das Profilbild da. Fertig. So einfach mit dem Tool, dann kannst du schon einen Check hinter das Profilbild packen. Aber wie gesagt, schon da machen die Leute die ersten Fehler. Das wollen wir natürlich nicht hinbekommen. Jetzt kommen wir zum Profilslogan. Natürlich könnte man jetzt denken, man geht direkt an das Titelbild. Aber tatsächlich entscheiden wir uns immer dagegen, weil wir im Profilslogan ein bisschen mehr Arbeit machen können im Sinne der Marketingbotschaften. Weil da wollen wir jetzt wirklich hinkommen, dass Leute innerhalb von Millisekunden verstehen, was du tust. Am Ende ist der Profilslogan nichts anderes wie so ein kleiner Mini-Elevator-Pitch für deine
dein Angebot. Ja, Interessenten müssen in Sekunden verstehen, was du tust, ja, und müssen Neugierde geweckt bekommen. Die einfachste Formel, die du dir wirklich merken kannst, ist, über die Probleme oder Ergebnisse deiner Zielgruppe zu sprechen, deine Zielgruppe zu adressieren und dann das Format der Zusammenarbeit. Ne? Bist du eine Agentur, bist du ein Softwareunternehmen, bist du ein Beratungsunternehmen, bist du, keine Ahnung, Maschinenbauunternehmen, dass die Leute direkt verstehen, was für eine Art von sozusagen, wie die Zusammenarbeit aussieht. Dann im Profilslogan, was man so bonusmäßig reinstreuen kann, vielleicht kann man das hier als Bonus reinpacken, Social Proof und Autorität einbauen. Ja, also das bedeutet zum Beispiel, wenn du mit einem namhaften Kunden zusammengearbeitet hast, was weiß ich, du hast mit Nestle zusammengearbeitet, dann kann man das natürlich da reinpacken. Oder zum Beispiel, was auch beliebt ist, gerade mit Leuten, die schon viel Berufserfahrung haben, zu sagen, hey, ich habe 20, 15 Jahre, 25 Jahre Erfahrung, auch perfekt. Oder zum Beispiel bei uns, dass wir über 500 Gründern und Geschäftsführern zusammengearbeitet haben. Sowas packe ich ganz gerne rein, damit die Leute einfach wissen, dass man Erfahrung hat. Oder zum Beispiel bei Agenturen relativ beliebt, dass man sagt, wie viel Euro hat man sozusagen in Ads für seine Kunden ausgegeben. Und hier können wir tatsächlich das erste Mal mit ChatGPT arbeiten, dass man wirklich sagt, und das ist auch ein großer Ansatz von ihr, wirklich problembasiert sozusagen, das war das Wort, was mir gefehlt hat, zu kommen, problembasierten Profilslogan zu finden, weil man einfach ansonsten die Gefahr hat, dass man über Themen spricht, die die Leute nicht interessiert. Und dazu habe ich ChatGPT einfach mal aufgemacht und du siehst, kannst mir 10 Probleme geben, die ein mittelständisches Unternehmen im ländlichen Bereich bei der Gewinnung von neuen Fachkräften und Auszubildenden hat. Ne? Und jetzt siehst du, und das könnte man am Ende, musst du das natürlich für deinen Bereich sozusagen adaptieren. Wer ist deine Zielgruppe und was ist das Ergebnis, was sie gerne hinbekommen wollen? Und du siehst, hier kommen richtig coole Probleme, die man gleich im Profilslogan sozusagen aufgreifen kann. Aber ich würde immer von den Problemen sozusagen kommen, damit die Leute einfach ein Gefühl dafür bekommen, welches Problem du im Markt löst. Und wirklich viele LinkedIn-Profile, die ich jeden Tag sehe, lösen einfach kein großes Problem im Markt, ne? Und du wirst mehr Erfolg mit deiner Vermarktung haben und auch mit deinem Angebot, umso mehr Probleme du löst. Ne? Hab hier relativ viele Beispiele mit dabei zu Produktionsunternehmen, zu SaaS-Unternehmen und zu Beratungsunternehmen, was es alles gibt. Und jetzt kann man das Ganze einfach weiterentwickeln und das ist relativ cool, dass man wirklich sagt, und ich glaube, ich mache das gleich mal für mich, dass man, nimmst du die und sagst, was weiß ich, Nummer, was ist denn das größte Problem? Ja, wahrscheinlich ist die Nummer 1. Nummer 1 gefällt mir. Und dann sagst du, kannst du mir dazu einpumpen, wie ich als, und jetzt könnte man zum Beispiel Social Recruiting Agentur bei diesem Problem helfe. Sind gut. Also was ganz wichtig ist bei ChatGPT, was man immer sozusagen mitgeben muss, ist, das ist nie perfekt. Also, dass du wirklich Copy und Paste machen kannst, ist relativ selten. Aber als Entwurf sind die wirklich gut und ich habe das Gefühl, sie sind besser als das, was ich dort draußen sehe. Das bedeutet, die könntest du tatsächlich schon nehmen. Welcher ist denn, der gefällt mir ganz gut, weil das so ein bisschen gemeinsam ist, so ein partnerschaftlich, das gefällt mir. Innovatives Recruiting auch nicht schlecht. Aber gerade das Ländliche ist halt ganz spannend, weil es eine coole Spezialisierung ist. Hier kann man alle nehmen. Ne? Das bedeutet, die könnte man nehmen. Ich nehme das Ganze nochmal bei mir sozusagen. Kannst du mir 10 Probleme geben, die nehmen wir mal, Agenturgründer haben, wenn sie über LinkedIn Leads und Kunden gewinnen wollen. Zack. Und dann gucken wir mal, was wir uns da schnappen. Und genau den gleichen Ansatz würde ich jetzt auch machen, um meinen Profilslogan zu finden. Und hier siehst du, der beste, der mir eigentlich gefällt, ist Verständnis des LinkedIn-Algorithmus und die unzureichende Content-Strategie und effektives Lead-Management. Dann würde ich mal sagen, Nummer 5 und 7 vielleicht gefallen mir. Und dann würde ich mir das hier von hier oben kopieren. Zack. Kannst du mir, wie ich als LinkedIn-Beratung bei diesen Problemen helfe?
Die sind nicht schlecht. Stark. Der Part hier gefällt mir ganz gut. Oh, den könnte man tatsächlich übernehmen. Wir fangen mal an, hier ein bisschen zu basteln. Und du siehst, es ist alles völlig live hier sozusagen. LinkedIn-Content, der überzeugt und zahlende Kunden bringt. Zack. Das gefällt mir. Und dann würde ich jetzt tatsächlich. Ah, jetzt würde ich meine Zielgruppe auf jeden Fall noch reinbringen. Das ist ganz wichtig. Genau. LinkedIn-Content als Gründer und Geschäftsführer, der überzeugt und zahlende Kunden bringt. 500 plus Gründer. Erfolgreich beraten. Zack. Perfekt. Also, was drin ist sozusagen, was mir gut gefällt, sind diese zwei Ergebnisse, die uns sozusagen auszeichnet, was wir machen, dass wir richtig guten LinkedIn-Content machen, der überzeugt. Ne? Gefällt mir, weil es ein bisschen fachlicher ist, der wirklich fachlich überzeugt. Man kann auch ein bisschen das Thema Reichweite reinbringt, den der Algorithmus liebt oder so, und zahlende Kunden bringt, weil das einfach für unsere Zielgruppe super interessant ist. Wie schafft man es wirklich, Leads, Termine und Kunden darüber zu gewinnen? Und hier packe ich einfach ein bisschen Social Proof rein, dass die Leute sehen, hey, wir machen das nicht seit gestern, sondern wir machen das schon ein paar Tage. Perfekter Profilslogan. Also auch da kannst du einen Haken dahinter machen und gerade mit ChatGPT einfach wirklich auf Fragen kommen. Aber du siehst, jeder würde hier das lesen und bestenfalls liest du und verstehst, okay, das macht Robert. Wenn ich ein Gründer bin, wenn ich ein Geschäftsführer bin von einer Agentur oder vom Beratungsunternehmen oder ein Softwareunternehmen, dann melde ich mich bei ihm und lerne von ihm sozusagen, wie das Ganze konvertiert. Perfekt. Kommen wir zum nächsten Part und jetzt sozusagen kommt das Titelbild jetzt als nächstes, weil jetzt wollen wir bestenfalls die Marketingbotschaft aus dem Profilslogan aufgreifen und auch wieder verwenden. Ne? Es gibt so drei bewährte Formate. Wenn du sozusagen so ganz am Anfang stehst, kann man wirklich auch so was Simples machen, wie aus der eigenen Region ein Bild sich zu schnappen und das als Titelbild zu nehmen. Ne? Gerade ich hatte eine lange Zeit, ganz am Anfang von ein paar Jahren, zum Beispiel dieses Bild aus Hamburg, weil gerade LinkedIn und auch Verkaufen über diese digitalen Plattformen funktioniert immer über Gemeinsamkeiten. Und dann habe ich auch das Ganze nur lokal genutzt, LinkedIn, habe nur Leute hinzugefügt aus Hamburg. Und das hat unglaublich gut funktioniert, weil wir direkt eine Gemeinsamkeit hatten. Also das ist so Level 1 beim Titelbild. Level 2 ist dann zum Beispiel ein Bild aus einem Workshop oder einem Vortrag sich zu schnappen. Auch da ist das Thema Social Proof, dass einfach Leute sehen, dass du ein Experte bist, ja, und dass die Leute sehen, hey, du machst das nicht seit gestern, sondern das kann man sozusagen nutzen. Vielleicht kann man das auch hier davor packen. Level 1, Level 2 und Level 3. Und das ist so die beste Option, die wir auch sozusagen genutzt haben. Und das packe ich einfach mal rein, weil man das gut mit Canva sozusagen bauen kann, ist das sogenannte Visitenkartenprofilbild. Ich muss gerade Titelbild und hier ist es. Und du siehst, ich greife hier jetzt einfach nur das auf, was ich auch im Profilslogan sozusagen nutze. Ne? Das bedeutet, auch da schreibe ich jetzt groß rein, lass dein LinkedIn-Content zu zahlenden Kunden werden. Jetzt neue Algorithmus-Checkliste für 2024 sichern. Ich will die Leute in meine E-Mail-Liste bekommen und deshalb mache ich da den Call to Action. Immer noch mit einem professionellen Bild von sich selbst. Das funktioniert hier sehr, sehr gut. Ich zeige dir mal ein schönes weiteres Beispiel. Das ist nämlich ganz cool. Ich habe hier so ein paar Bonus-Profile reingepackt von Kunden von uns, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie das aussehen kann. Daniel hat das aus meiner Sicht unglaublich professionell gemacht. Dein E-Commerce-Wachstumspartner für unsere Kunden, was sie ausgegeben haben und auch mit welchen Kunden sie zusammengearbeitet haben. Und auch in seinem Fall, nächster Call to Action, sich den Podcast anzuhören. Gleiches Spiel bei Armin, auch als Agenturgründer, Meta-Ads und Creatives für E-Commerce-Brands. Und hier sieht man auch, mit welchen sie zusammengearbeitet haben. So muss das am Ende aussehen. Wenn du die Abkürzung nehmen willst, schau dir gerne mal sozusagen unsere Vorlagen in der Social Leads Academy an. Da haben wir sozusagen Vorlagen für diese Titelbilder, die du dir sichern kannst. Kannst die aktuell noch 14 Tage kostenfrei nutzen und kannst dir da diese Vorlagen schnappen. Da macht es relativ simpel. Dann ganz, ganz wichtig, Call to Action auf den nächsten Schritt. Ne? Also wie gesagt, da musst du dir überlegen, ob du die Leute in einen Termin haben willst, ob du sie in einen Podcast haben willst, ob du willst, dass sie sich irgendwas runterladen bei dir, immer abhängig davon, was dein nächster Schritt ist. Gerade am Anfang würde ich empfehlen, wirklich auf das Telefonat oder auf die Anfrage mit dir zu gehen oder halt zum Beispiel sowas wie den Podcast sich zu schnappen, wo man die Leute dann zusätzlich aufwärmt. Haben wir Haken dran.
Sehr gut. Nächster Schritt ist der sogenannte Profil-Link hinzufügen. Und das ist aus meiner Sicht, glaube ich, eine Funktion, die nur mit LinkedIn Premium funktioniert. An dieser Stelle auch absolute Empfehlung, sich LinkedIn Premium zu holen. Ist eine Investition, wenn man die Plattform wirklich professionell betreiben kann, ist es eine gute Investition, die man machen kann, weil man einfach zahlreiche zusätzliche Features bekommt. Und hier können wir jetzt genau diesen Link einbauen, weil da wollen wir jetzt die Leute hinbekommen, dass sie sich meine Algorithmus-Checkliste sichern. Findest du hier ganz unten unter dem angepassten Button. Und hier gibt es jetzt zwei ganz coole Möglichkeiten. Zum einen gibt es keinen Button und es gibt sozusagen den, ich gucke gerade, den Button gibt es hier, ja, zur Webseite. Und jetzt kannst du hier deine Website angeben. Ich gucke gerade, weil es gab sozusagen gefühlt, bis gestern gab es noch die Möglichkeit, dass ich noch einen anderen hatte, einen anderen Link. Webseite. Aber den haben sie tatsächlich entfernt, ja. Also, so schnell kann sich das manchmal ändern. Das ist aber eine coole Funktion hier, weil dann wird dieser Button auch angezeigt, wenn du zum Beispiel kommentierst. Und ich würde jetzt natürlich die Leute auch hier in meine Algorithmus-Checkliste bekommen wollen. Na, wenn du dir die noch nicht gesichert hast, dann tu es auf jeden Fall. Hier siehst du gerade den Link, wo man das Ganze findet. Ansonsten einfach auf mein Profil gehen. Zack, und kannst hier das Ganze speichern. Und bist fertig. Und das Coole sozusagen ist hier, der Button taucht hier auf, die Leute landen direkt auf meiner Landingpage und jetzt kommt der coolste Part da dran und warum sich auch sozusagen LinkedIn Premium lohnt. Du siehst es hier in den Kommentaren, bestenfalls, ich glaube, bei den eigenen sieht man das immer nicht, wenn ich woanders kommentiere, sieht man das. Ich guck mal. Zack, mach mal einen Kommentar und guck mal, ob er hier den Link sozusagen reinpackt. Ah, sie testen da. Weil es gab eine Zeit sozusagen, wo sie hier den Link auch angezeigt haben, wo man in Kommentaren dann direkt auf die Webseite hüpfen konnte. Ich glaube, sie experimentieren gerade noch ein bisschen damit, wie sie das Ganze nutzen. Hier hast du es auf jeden Fall und du hast angegeben, dass der Button geboostet werden soll. Genau, in Beiträgen, Nachrichten und Suchergebnisse anzeigen. Genau, das wollen wir haben. Perfekt. Mehr kannst du da nicht tun. Du siehst jetzt hier, jeder weiß, wo er hin muss, muss zur Webseite gehen, zack, fertig. Ah, da kommt der Kicker. Jetzt kommt gleich der Link, den ich vielleicht haben will. Und zwar Creator-Modus kommt als nächster Part. Hier wirst du jetzt immer gefragt, ob du den Creator-Modus haben willst oder nicht. Viele Leute versprechen sich dadurch immer mehr Reichweite zu bekommen. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Du kriegst ganz coole Analysen, die man sozusagen sehen kann. Aber die siehst du auch hier ohne Creator-Modus. Am Ende, was sich ändert, wirklich wesentlich ändert, ist, dass die Leute sich hier nicht mehr mit dir vernetzen, also eine Kontaktanfrage stellen, sondern dir folgen. Und unsere Empfehlung ist, dass du das Ganze erst einschaltest, sobald du wirklich Anfragen über deinen Content bekommst. Ja, weil ansonsten schneidest du dir den Weg ab, mit Kontakten direkt ins Gespräch zu kommen und Nachrichten verschicken zu können. Weil an deine Follower kannst du nur In-Mail-Nachrichten verschicken und die kosten normalerweise Geld, sodass man gerade, solange dein Inbound-Spiel nicht gut genug ist, wirklich den Creator-Modus auslässt. Ich habe das Problem nicht. Ich kriege genug Anfragen über meinen Content und insofern mache ich das Ganze einfach mal hier an. Und da gibt es nämlich, genau das wollte ich dir noch zeigen, da gibt es tatsächlich nochmal einen anderen Link. Und den finde ich irgendwie noch ein bisschen charmanter. Aber wie gesagt, das gehupft wie gesprungen, was ich dir jetzt zeige. Hier gibt es diesen Link. Und hier kann man ganz cool sagen, neue Algorithmus-Checkliste. Genau, und dann nehme ich hier auch den Link. Das ist aus meiner Sicht aber nochmal ein bisschen prägnanter. Also damit kannst du sozusagen spielen. Der taucht nämlich hier auf. Und den finde ich ganz cool, weil er wirklich auf einen Blick dann hier oben so die perfekte Visitenkarte hast mit allem, was dazugehört. So muss das aussehen. Ne? Wie gesagt, Creator-Modus erst einschalten, wenn du wirklich Anfragen über deinen Content bekommst. Kommen wir zum nächsten Part und zwar die Im-Fokus-Sektion. Das erste ist immer so, wo ist das Ding jetzt? Ne? Wie kriege ich die? Ja, ich weiß nicht, wie häufig ich diese Frage gestellt bekommen habe. Robert, wo kriege ich diese Im-Fokus-Sektion her? Relativ schnell erklärt, einfach hier oben auf Profil ergänzen, dann auf Empfohlen und dann Inhalte im Fokus hervorheben. Kurz die Theorie. Bestenfalls empfehle ich immer nur zwei Links reinzupacken. Noch cooler ist eigentlich nur einen Link reinzupacken, weil er dann relativ groß dargestellt wird. Mehr darüber hinaus halt nicht, weil es bringt halt nichts, wenn man da fünf Links reinpackt. Also gehe nicht davon aus, dass jemals irgendjemand da durchscrollt, macht kein Mensch. Ich empfehle immer eigentlich zwei Sachen. Zum einen ein Link zum Kalendertool oder zur Anfrageseite, dass wirklich die Leute direkt einen Termin buchen können. Wir haben mittlerweile ein bisschen größere Marketing-Funnels, sodass ich auch hier
wieder genau auf den Call to Action gehe, den ich auch in der Titelbeschreibung habe. Das bedeutet, ich schnappe mir hier auch meine Landingpage einfach und das ist der erste Link, den ich reinpacke. Und jetzt kommt ein ganz cooler Trick, und zwar, wenn du es hier hinzufügst und jetzt nichts daran machst, also keine Beschreibung hier hinzufügst, sondern nur das Bild änderst, und das kann ich gleich mal überlegen, ob ich das ändere. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Ob ich die hier habe, genau das Bild nehme ich immer ganz gerne. Kann man super mit Canva erstellen. Zack, speichere ich. Und wenn man da keine Beschreibung hinzufügt, gibt es einen coolen Bonus. Und du siehst, zack, man springt direkt durch. Wenn man eine Beschreibung hinzufügt, dann öffnet sich erstmal noch so ein Fenster und dann können die Leute erst zur Landingpage gehen oder werden weitergeleitet. Und das ist tatsächlich, glaube ich, was, wo viele Leute abbrechen, und insofern willst du einfach nur den Link hinzufügen. Und du siehst, so sieht das natürlich ganz cool aus, wenn du nur einen Link hast. Was ich aber als zweites immer empfehle, ist, sich bestenfalls eine Case Study sozusagen noch zu schnappen oder halt ein erfolgreicher Post aus der Vergangenheit, sodass die Leute sehen, dass du anerkannt bist, dass du Social Proof hast, dass du Ahnung hast von dem Thema, was du hast. Ich zum Beispiel gehe immer gerne jetzt auf meine YouTube-Videos, Interview, zack, Dani habe ich nämlich gerade interviewt, zack, und würde mir hier einfach den Link schnappen, weil das eine perfekte Case Study ist von uns, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussieht, wird hier auch auf Link hinzufügen klicken, wird hier auf hinzufügen klicken und wäre damit, glaube ich, für meine Im-Fokus-Sektion fertig und super zufrieden, ne? Weil die Leute wissen dann, wo sie einen Termin buchen können und sie wissen, wie eine Zusammenarbeit aussieht und wissen, was wir erreichen können. Perfekt. Wenn du damit mit dem Sortieren noch nicht zufrieden bist, ist auch kein Problem, kannst du hier auf diesen Stift klicken und dann kann man hier draufklicken und kann das so hin und her schieben. Ja, das gefällt mir besser. Lassen wir so. Perfekt. Und damit haben wir schon die Im-Fokus-Sektion auch wieder erledigt. Das ist das Beste, was man machen kann. Ansonsten noch eine Empfehlung. Das möchte ich dir nur kurz zeigen. Kannst du natürlich einen erfolgreichen Post von dir schnappen. Das bedeutet, einen Beitrag hinzufügen. Und da kannst du jetzt einen auswählen aus der letzten Zeit, der irgendwie gut funktioniert hat. Was weiß ich, jetzt gerade neues Algorithmus-Update zu LinkedIn hat gut funktioniert. Packe ich dann sozusagen hier mit rein. Jetzt aber ganz wichtig, du siehst, diese Links werden immer kleiner. Und dann würde ich sozusagen zum Beispiel das Interview mit Daniel irgendwie rausschmeißen und sagen, hey, das will ich nicht haben, sondern ich will diese zwei Sachen haben. Das ist auch relativ beliebt. Das kann man auch machen. Auch da kann man zum Beispiel einen Post anpinnen, wo über die Zusammenarbeit gesprochen wird. Das hatte ich auch eine lange Zeit. Aber ich will die Leute auch in meinem Fall zu YouTube rüber bekommen, ne, weil es wie mein Podcast sozusagen ist. Und insofern ist das meine Strategie hier. Sind wir schon bei 1.6, genau. Bilder für die Links müssen professionell gestaltet werden und Neugierde beim Interessenten wecken. Also wie gesagt, wenn du das noch nicht hast, dann wirklich Canva nutzen und da dir kurz was basteln. Du hast eben gesehen, was ich da gemacht habe. Und wie gesagt, der kleine Hack, wenn du keinen Untertitel bei den Links hinzugefügt hast, müssen Profilbesucher nur einmal auf den Link klicken und werden direkt weitergeleitet. Das wollen wir hinbekommen. Na, also insofern das auf jeden Fall übernehmen für das Ganze. Kommen wir auch schon zur Profilbox. Na, die Profilbox ist so der nächste Abschnitt, wo du hier relativ viel Platz hast. Ich weiß gar nicht, was LinkedIn hier vorgibt. Ja, 2600 Zeichen. Da kannst du tatsächlich dich austoben. Und hier nutzen wir auch jetzt wieder ChatGPT, um uns das Leben ein bisschen leichter zu machen. Und ich habe dir hier ein Beispiel eingefügt. Kannst du mir eine LinkedIn-Profilbeschreibung schreiben für die Zielgruppe, die beim gewünschten Ergebnis Hilfe braucht mit dem Angebot, und die sollte Folgendes beantworten. Jetzt habe ich hier ein paar Beispiele sozusagen reingepackt, weil ich einfach wollte, dass sie gewisse Sachen sozusagen aufgreift. Ich nehme mal das Beispiel hier, was ich geschrieben habe, und guck mal, was mir ChatGPT da zaubert, weil da sind tatsächlich auch ganz gute Aufschläge dabei. Und was ganz wichtig bei ChatGPT ist, und das ist ein cooler Tipp, den ich irgendwann mal bekommen habe, dass man es einfach nutzt wie jemand, mit dem man zusammenarbeitet, also eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, und einfach Feedback gibt. Na, ich glaube, man nimmt zu häufig das an, was es als erstes sozusagen ausspuckt, und sozusagen, da geht mehr. Warum uns wählen, ist zum Beispiel drin, perfekt. Was machen? Genau, zwei Sachen würde ich machen. Kannst du das Intro spannender machen? Zack. Oh, das ist ja insgesamt, macht es ja jetzt spannender.
Ja, zum Beispiel ist es in Sie-Form. Genau. Kannst du die Beschreibung noch in Du-Form liefern? Weil das wollen wir natürlich. Dann, wie gesagt, muss man sich die schnappen und noch nach seinem sozusagen Gusto hinbekommen. Was ich hier nur mitgeben kann, ist, du brauchst eine gute Hook vorne, dass die Leute wirklich gecatcht werden und das lesen wollen. Dann bestenfalls erklären, was du inhaltlich machst. Ne? Hier muss man natürlich ein bisschen konkreter werden. Und dann bestenfalls, warum du dich unterscheidest. Und am Ende ein Call to Action, wo sich die Leute melden können. Ich nehme das mal für mein Beispiel. Genau. Zielgruppe Gründer, mal gucken, was er da geliefert hat, ob wir das nehmen können. Zack. Hier habe ich natürlich die Dinger jetzt nicht. Ob wir da einen schlanken Schuh sozusagen nutzen können. Das gefällt mir. Das kann man wirklich, also mit ein bisschen Anpassung würde ich das tatsächlich übernehmen. Hier vorne sozusagen muss ein bisschen mehr Bums rein. Nächste Level ist natürlich immer ein bisschen schwierig in der Vermarktung. Ich glaube, der Begriff ist wirklich mittlerweile komplett durch. Ne? Das hier ist, kann man mitarbeiten. Warum jetzt mit starten? Das ist ganz gut. Wie wir sozusagen unterstützen, gefällt mir. Das gefällt mir. Hier würde ich halt mehr auf Leads sozusagen und Kunden gehen. Das ist wirklich was, was uns unterscheidet. Hier könnte man vielleicht auf ein anderes Format gehen. Und wie kannst du eine Anfrage stellen? Sehr, sehr clean und sehr, sehr sauber. Also, good job, ChatGPT. Ich packe das hier mal rein. Genau, das würde ich nicht machen. Wie gesagt, ich würde hier nicht sozusagen irgendwie eine Headline machen, sondern ich würde direkt den Einstieg machen. Und dann würde ich sagen, hier muss natürlich Leaders Media rein. Und fertig. Und hier auch. Perfekt. Für einen ersten Aufschlag reicht das komplett und ist auch tausendmal besser als das, was ich jeden Tag sozusagen lese. Du siehst, diese Sternchen bekommt er nicht hin, die müsste man sozusagen rausschmeißen. Aber du beantwortest einfache Fragen. Du machst hier einen guten Hook, warum die Leute es lesen sollten. Dann in unserem Fall, warum mit LinkedIn starten, und die Frage musst du dir halt auch stellen, beziehungsweise deinen Interessenten beantworten, warum mit SEO starten, warum mit Recruiting starten, warum eine eigene Webseite sozusagen aufsetzen zu lassen, ne? Warum Facebook-Ads schalten, musst du beantworten. Wie unterstützt man jetzt konkret seine Kunden, musst du auch immer beantworten können, und da müssen natürlich konkrete Punkte rein, was du ganz genau machst. Dann bestenfalls, was dich von anderen Anbietern unterscheidet, die Frage wird dir wahrscheinlich jeder im Verkaufsgespräch sowieso stellen, das muss rein. Und dann, wie sieht der nächste Schritt aus? Wie kannst du eine Anfrage stellen? Fertig. Ich zeige dir nochmal, wie unsere aktuelle aussieht, weil die tatsächlich ein bisschen größer ist und ein bisschen länger ist und natürlich auch weiterentwickelt ist von dem, was wir gemacht haben. Ich zeige dir die einfach mal, um so ein bisschen die Psychologie dahinter sozusagen zu erklären. Wir laden hier am Ende LinkedIn auf, ne? Sagen, über keine Plattform war es jemals möglich, mit wenigen Klicks an 10.000 qualifizierte Entscheider, CEOs und Unternehmer zu kommen, wie bei LinkedIn. Und sie ist damit die wichtigste LinkedIn-Plattform, B2B-Plattform der Welt. Und am Ende haben wenige Gründer und Geschäftsführer bereits ein klares LinkedIn-System für sich umgesetzt, um wirklich Leads und Kunden darüber zu gewinnen. In den letzten 3 Jahren haben wir über 500 Gründern dabei geholfen. Und dabei haben wir geholfen. Das sind Ergebnisse, ne, die ich sozusagen reinschreibe. Und sage auch, zu welchen Ergebnissen das bei uns sozusagen geführt hat, um hier auch Social Proof aufzubauen, was wir alles sozusagen gemacht haben. Und sage dann, wenn du bereit bist zu starten, wähl einen Termin aus. Das machen wir in dem Termin. Zack, wenn du Case Studies angucken willst, gehst du dahin. Und wenn du Fragen hast, melde dich einfach. Fertig. Ne? Also das kann man natürlich weiterentwickeln. Aber der erste Aufschlag, gerade mit ChatGPT, ist für den Anfang perfekt. Kommen wir noch zu der Berufserfahrung und noch 2 weitere Sachen, die ich dir gleich zeigen werde, die cool sind. Denn hier ist der gängigste Fehler, dass Leute hier ihre Firma hinzufügen, aber hier kein Logo ist. Und das sieht natürlich immer relativ unprofessionell aus. Und das bedeutet, du willst eine Firmenseite anlegen für deine Firma. Ne? Das bedeutet, hier habe ich dir den Link hinterlegt. Und das sieht dann am Ende, auch bei mir ist das eine relativ einmal aufgesetzt, ein bisschen Content hinterlegt und das war's. Ne? Du siehst, hier sind ein paar
nicht mal Beiträge sozusagen. Ich wollte wirklich hier nur das Logo haben. Mehr wollte ich an dieser Stelle nicht haben. Und das war's. Na? Du kannst hier nochmal so 5 bis 10 Posts reinschießen. Aber wie gesagt, unsere gesamte LinkedIn-Strategie zielt ja auf das persönliche Profil. Aber was du nicht haben willst, ist, dass da wirklich kein Logo ist. Dann Kernkompetenzen kannst du hinterlegen. Und ich würde da aber auch nicht mit den Beschreibungen irgendwie sozusagen übertreiben. Die Leute haben da sonst was irgendwie manchmal drin. Lass es so klein, lass es schlank, pack deinen Werdegang rein und fertig. Gleiches Spiel gilt für Ausbildung. Kenntnisse entstehen gefühlt so über die Zeit. Na, da brauchst du nicht groß was machen. Da kann man, glaube ich, selber kann man da was hinzufügen. Ja, man kann seine eigenen Kenntnisse hinzufügen und andere Leute bestätigen das dann irgendwie über die Zeit. Da kann man so die ersten mal reinschmeißen und fertig. Aber auch das würde ich nicht wahnsinnig überbewerten. Welcher Punkt aber ganz wichtig ist, sind diese Empfehlungen hier unten. Ja, das willst du haben. Das ist sowas wie Rezension, wie Google-Bewertung. Da soll bestenfalls ordentlich was los sein. Beziehungsweise von den richtigen Leuten willst du da Empfehlungen haben. Und ich zeige dir erstmal, wie das Ganze funktioniert. Wie du es freischalten kannst. Zum einen sozusagen durch ein Pluszeichen. Das habe ich jetzt schon, weil die Sektion schon da ist. Und du kannst jetzt hier Leute um eine Empfehlung bitten. Und das ist die einfachste Möglichkeit, dass du hier sagst, was weiß ich, ich bitte mal Daniel Bittmann, den wollte ich wirklich bitten, mir eine zu schreiben, Daniel Bittmann, und muss man hier sagen, war Kunde von Ihnen, Zeitpunkt, ich war Geschäftsführer, und würde jetzt sagen, hey, würde mich freuen, wenn du Empfehlung schreibst, fertig. Na? So geht das. Wenn diese Sektion noch nicht da ist, na, dann kannst du hier wieder auf Profil ergänzen gehen, auf Empfohlen und hier auf Empfehlung hinzufügen, und dann sozusagen fragt er dich das gleiche Spiel und fertig. Was hier ganz cool ist, kleiner Trick, kann man hier auch ChatGPT sozusagen nutzen und einfach eine Nachricht entwickeln lassen. Na, oh, das war der falsche. Ich wollte die Farbe nur ein bisschen ändern. Hier ist es, zack. Auch hier kann man natürlich ChatGPT fragen. Wie frage ich einen zufriedenen Kunden? LinkedIn erfordert viel. Oh, selbst das hat ChatGPT sozusagen schon erkannt. Und du siehst, das ist deutlich zu lang. Ne? Also das würde keiner sozusagen so nutzen. Und deshalb habe ich hier schon den nächsten hinterher geschickt. Kriegst du den noch viel kürzer hin? Perfekt. Zack. Würde ich irgendwie sagen, hey, Daniel, ich hoffe, es dir geht gut. Zufrieden warst, kurze Empfehlung, fertig. Na, mehr nicht. Was ich noch reingepackt habe, na, dann bist du eigentlich mit dem Profil komplett durch. Na, um das sozusagen nochmal kurz zusammenzufassen, dann hast du ein astreines Profil. Und wie gesagt, der ultimative Test ist, dass du dann Leute hinzufügst aus deiner Zielgruppe und dann bestenfalls du wirklich neue Kontakte bekommst, also eine hohe Annahmequote hast, bestenfalls 50% und mehr. Und natürlich Leute sich bei dir melden und mehr über dein Angebot erfahren wollen. Was ich noch gemacht habe, damit du ein bisschen sozusagen Ideen bekommst, wie Profile aussehen können, habe ich dir von unseren Mentoring-Kunden sozusagen ein paar reingepackt, die wir sozusagen gemeinsam mit ihnen entwickelt haben. Die kannst du dir alle in Ruhe angucken. Da kann man sich immer schon mal sehr gut dran orientieren, wie so ein gutes Profil auszusehen hat. Cooles Beispiel ist zum Beispiel Ruben. Dessen Profil haben wir komplett umgebaut. Na, und jetzt richtig cool aus meiner Sicht, super professionell, man weiß ganz genau, worum es geht. Das ist sehr, sehr cool zu sehen. Und auch hier, auch bei der Infobox und so, kann man sich echt was abgucken. Gleiches Spiel bei Anna, ne, Markus, also auf die Dinger bin ich echt richtig stolz. Und das ist genau das, was wir auch mit Gründern und Geschäftsführern in der Zusammenarbeit machen. Die kannst du in Ruhe durchklicken. Wie gesagt, wenn du das gesamte Dokument haben willst, einfach kurz 3 Dinge tun. Kurz meinen Kanal abonnieren, das Video liken und Profil-Checkliste in die Kommentare schreiben, dann schicke ich dir den Link zu. 2 Sachen noch Hinweise, wenn du sozusagen zu unserer Social Leads Academy, wo die Vorlagen und die gesamten Tutorials für Gesamt-LinkedIn haben willst, schau dir das gerne mal an, kannst du komplett kostenfrei für 14 Tage testen. Links findest du hier überall, zack, kannst du dich dafür anmelden und siehst hier nochmal, was da alles Cooles drin ist. Und wenn du wie zum Beispiel Daniel die Abkürzung nehmen willst und Interesse hast, dass wir wirklich gemeinsam mit dir dein Profil optimieren und auch helfen dabei, mehr Reichweite mit deinem Content zu bekommen, schau dir gerne mal unser LinkedIn-Mentoring an für Gründer und Geschäftsführer. Schau dir gerne mal unsere Case Studies an. Alle Links dazu findest du auch in dem Dokument ganz unten. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Optimierung deines LinkedIn-Profils. Ganz wichtig, wenn du dein LinkedIn-Profil jetzt optimiert hast nach meiner Checkliste, dann musst du unbedingt Reichweite mit deinem Content erzielen, weil umso mehr Reichweite du bekommst, desto mehr Leads und Anfragen bekommst du auch über dein Profil. Und dazu habe ich ein neues Video aufgenommen, wo ich dir ganz genau zeige, wie der LinkedIn-Algorithmus aktuell funktioniert. Sieh dir das Video unbedingt an, denn das beste Profil bringt dir leider nichts, wenn dort keiner landet. Und genau dafür habe ich dieses Video aufgenommen, und insofern sieh dir das jetzt am besten direkt an.